Gib Charlie mehr frei, sonst kann ich Ibiza knicken. Die 5 möchte zahlen. Ja? Oh. Und? Hast du Ersatz für mich gefunden? Olli, schwierig jetzt, wo Angelo weg ist. Dann kann ich also nicht nach Ibiza. Tut mir leid. Na super. Dass du eine Menge Geld für Postkarten und Porto ausgeben wirst. Servus. Wie es aussieht, bist du jetzt völlig durch den Winter. Ich habe ihn geküsst, Christian. Wen? David? Nein, Konstantin. Was, du hast Konstantin geküsst? Naja, fast zumindest. Also viel hat nicht mehr gefehlt. Wie? Aus Versehen, oder wie? Ja, wenn ich das nur wüsste. Plötzlich war mir so, als wäre ich in ihn verliebt. Dabei war das doch die ganze Zeit anders. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht mehr genau, in wen ich eigentlich verknallt bin. Ob in Konstantin oder in David, in beide oder in keinen. Weißt du, bisher habe ich mich wenigstens auf mein Bauchgefühl verlassen können. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, ob Kopf, Herz, Bauch oder alle zusammen auf mich einquatschen. Hm. Pass auf, wer am lautesten brüllt, hat nicht gleich am meisten recht. Ich weiß, aber auf wen soll ich denn jetzt hören? Wart ab. Vielleicht bleibt ja am Ende einer übrig und alles ist klar. Was meinst du, wie lange dauert sowas? Konstantin ist gerade erst ausgezogen. Vielleicht vermisst du ihn einfach nur ein bisschen und du meinst, du wärst in ihn verliebt. Aber was, wenn ich's wirklich bin? Das ganze Event, ja, das findet ja eigentlich nur wegen mir statt. Das hat ja noch nicht mal gecheckt. Send uns ein bisschen Sonne, wenn auch nur auf der Karte. Das mache ich. Eine eigene Pressekonferenz, das musst du dir echt mal geben. Aber eigentlich ist es ja auch viel cooler, wenn ich da ohne Begleitung aufschlage, oder? Ja, ja. Guten Flug und geile Zeit. So, von mir aus kann's losgehen. Okay. Dann zieh du jetzt mal nicht so ein Gesicht, ich bin ja bald wieder da. Was fällt ihm eigentlich ein? Ich meine, dann tut er noch so hochnäsig. Das ist doch super zu dir. Ich bin jetzt ein Star, okay? Ja, jedenfalls die Allüren hast du schon. Woher willst ausgerechnet du das denn wissen? Also auf dem Schiff, auf dem ich war, da waren oft richtige VIPs. Und je bekannter die sind, desto bescheidener sind die. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Alter zu tun. Und das habe ich ja wohl noch nicht. Trotzdem muss er mich nicht so behandeln. Glaub mir, Kleine, du hast keinen Grund, sauer auf Sebstian zu sein. Bis bald. Na, weißt du, ich glaube, Olli hat recht. Schließlich ist es ja Sebstian, der was verpasst und nicht ich. Der Typ hat echt keinen blassen Schimmer davon, was mir entgeht.